Cup, der ist aus Leinsamen und 12 bis 14 Stunden World of Warcraft. So, guten Morgen, Tag Nummer 4 ist angebrochen. Heute ist ein besonderer Tag, weil heute bin ich den ganzen Vormittag mit dem Bruno alleine, weil die Astrid ist bei einem Blutuntersuchungstermin, den man machen muss in der Schwangerschaft. Das ist übrigens wirklich eine totale Ausnahmewoche. Normalerweise kann ich wirklich Montag bis Freitag durcharbeiten, ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Ich mache mir jetzt ein Frühstück, nämlich ein Hirsefrühstück. Ich kann den Hafer jetzt mal wirklich nicht sehen. Hirsebrei mit Mandelmus und Kokosflocken. Sieht nicht so schön aus, ist aber wirklich ein Top-Start in den heutigen Tag. Unser Kleiner hat sich entschieden, noch eine Runde zu schlafen. Der hat's gut und ich werde in der Zwischenzeit arbeiten. So eine Stunde richtig, richtig gut gearbeitet. Es ist herrlich, wenn man nicht ständig sich selbst ablenkt, sondern einfach nur tut, was man tun muss. Ich bereite jetzt auf jeden Fall schon das Mittagessen vor für die Raubtierfütterung, die bald stattfindet. Das ist ein selbstgemachtes Sugo mit Tomaten, Cashewnüssen, getrockneten Tomaten. Das werde ich vermischen mit Pasta. Da ist schon das Wasser. Hier habe ich schon Naturreis für die Astrid und mich aufgesetzt. Das werde ich einfach mit ein bisschen Gemüse machen. Und vielleicht isst es ja unser Sohn auch, aber man weiß es nie. Das Pasta-Gericht ist auf jeden Fall nur mal sicher. Das isst er auf jeden Fall. Und das andere, naja, vielleicht. Mal schauen. So, die Astrid ist endlich zu Hause und jetzt gibt es das Mittagessen. Ich werde zwar keinen Sterne Küchen-Award dafür gewinnen, weil es einfach nicht so extrem lecker ist und nicht so extrem toll aussieht, aber es macht, was es soll. Ich schaue zwar vielleicht gar nicht so fertig aus, aber ich bin wirklich total müde. Wenn man schwanger ist, muss man ja komische Blutabnahme machen, die 3 Stunden dauert. Oh, da darf man nichts essen. Nach den 3 Stunden habe ich sogar die Ärztin holen müssen, dass mir jetzt bitte nur mehr absticht. Also nur kurz einsticht und das Blut holt, weil ich hätte es nicht mehr länger ausgehört, weil ich war schon so müde, so fertig. Gut, tschüssi, tschüssi, alles Gute. So, fertig gegessen und jetzt mache ich ganz schnell innerhalb von 20 Minuten einen Matcha-Kuchen, einen Rohkostkuchen. Endlich habe ich Zeit, euch meine World of Warcraft-Geschichte zu erzählen. Ich habe definitiv eine suchtfreundliche Persönlichkeit. In meiner Laufbahn habe ich schon ziemlich viele Dinge exzessiv getan. Und gleich vorweg, ich finde es nicht schlecht, wenn man so eine Persönlichkeitsstruktur hat, wie ich sie habe. Man muss eben nur aufpassen, dass man sich immer wieder neu orientiert, damit man nicht in eine Sackgasse läuft. In eine dieser Sackgassen bin ich mit 20 Jahren gegangen. Da habe ich nämlich im Zivildienst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist das, was man macht, wenn man nicht zum Bundesheer geht, also der Wehrdienst in Deutschland. Und nach 9 Monaten als Rettungssanitäter hat mir irgendjemand von diesem tollen Spiel World of Warcraft erzählt und ich habe mir dann gleich gedacht, spiel's doch mal. Und dann habe ich mir eine Gnomin erstellt, eine Hexenmeisterin. Das war meine Hexenmeisterin und dann habe ich gespielt. Jeden Abend, wenn ich heimgekommen bin und jedes Wochenende. Ja, irgendwann war dann mein Zivildienst vorbei, ein Jahr war rum und ich war schon richtig gut spielesüchtig. Ich hatte meine Gnomin schon auf Level 60 und war schon in den ersten Raids drinnen und habe mir die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Arbeiten gehen oder, ja, oder weiterspielen. Und dann habe ich mich fürs Weiterspielen entschieden. Ich wollte aber dem Staat nicht auf der Tasche liegen, habe mich einfach selbstständig gemeldet und habe aber beruflich eigentlich weitergespielt. Und das Ganze 11 Monate lang, da ich noch zu Hause gewohnt habe, ist das auch finanziell gut gegangen. In diesen 11 Monaten habe ich circa 12 bis 14 Stunden World of Warcraft am Tag gespielt und nach 3-4 Monaten habe ich dann schon gemerkt, dass ich hier ziemlich ungesunde Züge annehme. Ich war am Ende schon so süchtig, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie man überhaupt ohne World of Warcraft einen Tag verbringen soll. Ich war schon so benebelt im Kopf. Ich war nur mehr in dieser virtuellen Welt. Ich bin dann nach über einem Jahr selbst rausgekommen und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil ich kenne einige, mit denen ich damals ziemlich viel gespielt habe, die haben nur durch Hilfe geschafft, wieder wegzukommen oder, und das ist viel schlimmer, spielen es heute noch. Das jedenfalls wollte ich euch erzählen. Ich denke, es passt ziemlich gut zu dieser Challenge, weil ich bemerke auch jetzt, dass irgendetwas nicht passt, dass ich irgendetwas zu exzessiv nutze und dass es mir nichts nützt. Und das hatte ich eben damals bei World of Warcraft auch das Gefühl. Da war es natürlich schon ein bisschen krasser. Aber trotzdem, wenn ihr merkt in eurem Leben, irgendwas läuft aus dem Ruder, irgendwas wird zu extrem, dann nehmt euch das zum Thema und ändert es.
Und das ist ganz wichtig, weil nur so könnt ihr dann wirklich ein schönes Leben haben und seid nicht nur Opfer von irgendwelchen Mustern, die ihr euch irgendwann selbst eingebrockt habt. Solltet ihr übrigens mehr Details über meine Zeit in der World of Warcraft haben, kann ich da mal ein extra Video machen. Da sind wirklich ziemlich skurrile und witzige und schlimme Dinge auch passiert. Aber wenn es euch nicht interessiert, dann lasse ich das, weil vielleicht ist es auch wirklich gut, wenn man nicht mehr drüber redet. Dann hören wir uns später. Tschüss! Der Asim war gerade einkaufen und ich darf jetzt die ehrenvolle Aufgabe übernehmen, das Essen zu schleppen. Servus! Asim hat einen Low-Carb-Pizzateig gekauft. Der ist aus Leinsamen und Chiasamen. Ich bin übrigens kein Low-Carb-Fan, aber der schaut wirklich nicht so blöd aus. Natürlich in Plastik eingeschweißt, aber gut, manchmal ist das, darf das sein. Das wird die Asim jetzt dann gleich machen und ich kann weiterarbeiten. Das ist die Low-Carb-Pizza. Low-Carb-Boden schmeckt, wenn ich ehrlich bin, sehr komisch. Da wäre mir ein ungesunder Weizenboden schon viel lieber. Vielen Dank, liebe Astrid, fürs Zubereiten. Thank you. So, und jetzt ist es auch schon wieder 8 Uhr. Wir haben einen ziemlich schönen Abend verbracht mit unserem Sohn. So schön, wenn man nicht das Handy dabei hat und richtig im Moment ist. Obwohl es nicht so schwer ist, sind die Vorteile jetzt schon so spürbar. Und jetzt habe ich auch noch einiges gearbeitet. Heute ist wirklich viel passiert und ich hoffe, euch hat das Video besser gefallen als das gestrige. Ach ja, morgen kommt mein Papa. Da wird ziemlich viel in der Wohnung herumgehämmert und herumgebohrt. Da werde ich fast nichts filmen. Ich werde aber schauen, dass ich für euch trotzdem ein schönes Video zusammenbekomme. Sind wir mal gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend oder morgen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.